Auf geht's zum vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Dabei kommt es zur Generalprobe des DFB-Pokalfinales Wolfsburg gegen Dortmund. Ich glaube, dass beide Male die Wölfe als Sieger vom Platz gehen werden. Das heißt, VfL Wolfsburg wird am Ende auch Zweiter hinter dem FC Bayern München in der Bundesliga-Saison. Und Kloppo muss auf seine Lkw-Fahrt rund um den Borsigplatz verzichten, was ich wiederum schade finde. Der Knaller für mich natürlich Abstiegsduell VfB gegen HSV. Der Stevens-Affen-Zirkus gegen Raphael van der Vaarts Herzlieblingsverein. Was kommt besser an? Die Attacke des Knurrers von Kerkrade oder der Schmuselkurs von Bruno Lapadia? Ich glaube, das Spiel endet 1:1. Meine restlichen Tipps: Sportclub Freiburg, FC Bayern München 0:3. SV Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach 1:2. Bayer Leverkusen gegen Hoffenheim 3:1. FC Augsburg gegen Hannover 96 1:1. Hertha BSC Berlin, Eintracht Frankfurt 2:1. Mainz 05 gegen den 1. FC Köln 2:0. Und Schalke 04 schlägt den Sportclub aus Paderborn mit 3:0. Das sind meine Tipps. Wie immer ohne Gewähr. Und diesmal wissen wir am Samstagabend schon mehr. Nichts für ungut.